Na 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 na. Natürlich kommt erstmal fett die Werbung, bevor es losgeht. So ein Käse, so ein Käse. Bolognese mit Käse. So, warte mal, nochmal Controller swappen. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Also gut. So, dann werde ich das Ganze jetzt nochmal pösteln müssen. Posteln. So, ich hoffe, ich kriege das dann auch hin, dass das dann im Nachhinein auf YouTube ist. Deswegen für diejenigen, die sich's Nachhinein auf YouTube reinziehen, wie immer schon mal ein herzliches Willkommen. Das ist mein erster Twitch-Stream seit langer, langer Zeit. Und gleich mache ich die Cam an und gleich mache ich auch gleich werde ich auch sagen, was wir denn heute spielen werden. So, ich hoffe, dass soweit alles funktioniert. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Und ich kann auch gerade noch nichts sehen. So, aber ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Moment. Man hört irgendwie noch gar nichts, oder? Ist das schon wieder. Nee. Ihr hört mich, oder? Ja, sollte eigentlich so sein. Wieso zum Geier funktioniert das immer nicht so, wie ich mir das vorstelle? Furchtbar. Das ist so dermaßen furchtbar. So. Jetzt schaue ich mir das nochmal an. Da kommt natürlich nochmal die Werbung. Ah. Immer dieser Krampf. Ich habe noch so meine Probleme mit Twitch, aber ich werde das Ganze dann mal probieren, in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, man hört mich. So, mal gucken. Ja, anscheinend hört man mich. Gut. Beep, 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 beep. Ja, Handy-Eskalation. So, dann werde ich schon mal die. You gotta be fucking kidding me. Wo ist. Wo ist denn jetzt die Cam? Ich krieg heute noch einen Anfall. Ah, okay. Hä, wieso kann ich das da auf einmal dann hinzufügen und da nicht? Ich weiß es nicht. So. Ziemlich groß, ein bisschen zu groß. Ich schieb mich mal so in die Ecke. So. Jetzt müsste das Ganze allerdings mal ein bisschen noch gerückt werden. So. Guten Abend. So, ich hoffe, dass das jetzt hinhaut. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Wir spielen heute ein Horrorspielchen für meine kleine Twitch-Premiere nach langer, langer Zeit. Und deswegen warte ich jetzt auch noch mal ganz kurz, bis die Leute so nach und nach eintrudeln, weil ich habe ja gesagt, eigentlich um halb geht's erst los. Und wir spielen heute Stiflet. Das habe ich heute aus dem PSN Store gezogen. Sah ganz interessant aus. Ist eigentlich ein VR-Game. Kann man aber auch so spielen. Und das hat eine ganz interessante Mechanik. Boah, ist das dunkelblau. Da kann ich ja gar nicht lesen. Wer ist denn das? Ah, das ist ein Bibi. Das ist voll dunkelblau und auf dem schwarzen Hintergrund sieht man den Namen gar nicht richtig. Aber ich erkenne es ja am Moderator-Symbolchen. So, so langsam trudeln die Leute ein. Ich würde mal schwer behaupten, wir gehen einfach heute jetzt schon mal ins Spiel hinein, oder? Was haltet ihr davon? Nicht wundern, dass ich heute mal mein Headset auf habe, denn das werde ich brauchen. Denn ich will was ausprobieren. Ich habe nämlich gesehen, das Spiel, was wir jetzt spielen werden, hat eine lustige Mechanik. So, und wir gehen jetzt auch mal hinein. Na, 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 na. So, das ist es. So, dann gehen wir heute mal ins Stiflet. Wie gruselig es wird, kann ich nicht sagen. Lassen wir uns überraschen, oder? Ich kenne von dem Spiel an sich auch nicht viel.
Nur ein bisschen Trailer und allein die Mechanik sah schon richtig cool aus. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, es ist orange. Darum habe ich mir gedacht, komm, wir probieren sowas mal aus für die Twitch-Premiere jetzt mal wieder. Das ist laut. So. Ja. Boah, es ist laut. Ich mach mal kurz das Ganze ein bisschen. Kann man das nicht mal ein bisschen leiser machen? Ich mach mal kurz die Soundeffekte ein bisschen. So. So ist besser. Ah, okay. So. Also. In Stifflet geht's eigentlich darum, dass wir nichts sehen können, sondern so wie so eine Art Fledermaus, durch Geräusche, die wir erzeugen, die Umwelt sichtbar machen können. Und was uns dann halt erwartet, werden wir sehen. Guten Abend, Uwe slash Froschi. Ich weiß ja, dass du mit dem Account unterwegs bist. So, aber bevor wir jetzt starten, muss ich noch eine Kalibrierung vornehmen. Kalibrierung. Ah, okay, warte mal. Ducken, einblenden, lesen, interagieren, Wurf. Okay. Das Spiel hat nämlich eine lustige Mechanik. Und zwar, wenn ich das Headset angeschlossen habe und ich rede, entstehen Schallwellen. Aber die Gegner können mich durch die Schallwellen halt auch hören. Deswegen muss ich das jetzt nochmal kalibrieren, dass wenn ich flüstere, hört ihr mich, aber die da drin nicht. Und wenn ich schreie, dann ist sowieso vorbei. Deswegen, ich will mal probieren, wie das ist. Ob das so funktioniert. Und ja, ich kalibriere jetzt nochmal. Ups. So, Eingangspegel. Okay, Moment. Da. Wie gesagt, wir können auch quasi die Impulsfunktion aktivieren. Da ist dann egal, ob ich quatsche oder nicht. Da drücke ich dann einen Knopf und dann geht ein Impuls raus. Aber ich will das mal ausprobieren. Deswegen. So, und jetzt flüstern wir einige Worte, um zu testen, ob das so funktioniert oder nicht. Und jetzt ein lautes Geräusch. Gott, verdammte Scheiße. So. Ah ja, jetzt sehen wir da unten. Normaler Pegel. Oh, fuck, war das laut. Jetzt sehen wir da unten normaler Pegel. Und ich hoffe, ihr hört mich aber trotzdem noch gut, oder? Ja, weil ich will nicht unbedingt so laut reden, dass ich ständig hier übersteuern muss. Weil sonst komme ich über den Balken drüber. Aber wenn ich rücke ich einfach ein Stückchen näher ans Mikrofon. So. Ich denke mal, so ist gut. Ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach mal rein. Okay. Allerdings eine Kleinigkeit muss ich noch machen. Denn ich habe die Mikrofone. Ich habe nur das Mikrofon. Ich habe aber nicht. Ich habe aber den Surround Sound aktiv. Deswegen. Ich hoffe, das geht so. Warte, ich muss noch mal kurz, ich muss noch mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Okay, wenn ich jetzt flüster, geht's. Wenn ich jetzt laut rede, ja, genau. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, starten wir rein und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird cool. Also auf geht's in Stifflet. Man hört mich gut. Okay, danke. Vielen Dank. Ich hoffe, man hört die Nachbarn nicht. Ist es zu dunkel? Wenn nicht, kann ich noch ein bisschen nachjustieren. Es geht los. Was ist denn das? Was? Suche den Wecker. Könnte das da sein? Drücke X, um den Wecker zu interagieren. Klick. Das ist definitiv nicht mein Schlafzimmer. Die Gitarre, okay. Was? Sprich in das Mikrofon um meine Schallwelle. Ach so, ich muss wirklich. Oh mein Gott. Je lauter ich rede, desto mehr sehe ich. Oh mein Gott. Gut. Oh, cool. Ah, mit X. Und wie können wir uns nochmal ducken? So. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Das ist echt. Das ist echt übel. Können wir mit allem interagieren? Ihr seht immer unten meinen Mikrofonpegel, der da eingeblendet wird. Ich habe ehrlich gesagt Schiss, dass ich echt übelst übersteuere.
Schöne Musik. Lass mal aus. So, wir wollen natürlich gucken. Aha. Hey, Moment mal. Happy Teacher's Day? Happy Teacher's Day? My best teacher? Was zum. To Mrs. Ridley. Sind wir eine Frau? Happy Teacher's Day. Blutige Hände als Blumen. Sehr kreativ. Okay. Ich bin. Naja, aufgeregt. Happy Teacher's Day. Gibt's sowas wirklich? Ein Happy Teacher Day? Oh Gott, ich hasse das, wenn man das so drehen muss. Oh. Dear Mrs. Ridley, I enjoy your art lessons a lot. Thank you. Oh, sie mag unseren Kunstkurs. Ach so, da wird's auch noch übersetzt. Ah, okay. Mir macht ihr Kunstkurs richtig großen Spaß. Das steht aber nicht. Aber egal. So, wie komme ich da wieder weg? Da ist jemand unter der Dusche. Nicht, klingt wunderbar. Ist witzig, weil das echt über meine Surround-Anlage hier gerade so voll einmal ringsherum geht. Gruselig. Ich lass das mal weg. So. Was können wir denn hier eigentlich noch so anglotzen? Wir wissen, da ist jemand unter der Dusche, aber wir dürfen nicht vergessen, es soll ja gar kein fröhliches Spiel sein. Okay. Oh, das soll eine Mutter mit ihrem Kind sein oder so. Was für ein schönes Haus. Wir gucken jetzt aber erstmal unter die Dusche. Natürlich gucken wir über die Dusche, unter die Dusche. Also bitte, ihr kennt mich doch. So viel Klamotten. Wer hat denn. Hä? Wer hat denn bitte schön einen Kleiderschrank im Badezimmer stehen? Habt ihr einen Kleiderschrank im Badezimmer? Also bei mir steht sowas im Schlafzimmer, okay. So, eins muss ich testen. Na, natürlich. Oh, gleich wieder ein schlechtes Game. Aber die Klopapierrolle hängt richtig rum. Ihhh. Vielleicht schimmlig. Da ist ja gar keiner. Mach mal das Shit aus. Wow. Okay. Wenn ich gar nichts sage, habt ihr gerade gemerkt? Pass mal auf, ich sag jetzt mal gar nichts. Okay. Also wenn ich nichts sage, sehen wir auch gar nichts. Das ist natürlich sehr interessant. Es zwingt mich dazu, immer zu mit euch zu labern oder irgendwelche Geräusche anzumachen. Babycare. Kann es sein, dass irgendwie. Oh nein. Ich kann das doch nicht lesen. Was? Schwanger, nicht schwanger. Ich will sowas jetzt gerade gar nicht sehen. Nicht schwanger. Nicht schwanger. Habt ihr gerade was gehört? Alter, wie viele Schwangerschaftstests hat die denn gemacht? Die scheint es echt oft probiert zu haben. Ach du Heilige. Okay. Ist ja schon komisch. Als ob jemand die ganze Zeit labern würde, alleine beim Zocken. Hahaha, ja. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal voran. Ich will natürlich noch gucken, ob das funktioniert, aber nö. Hä? Hört ihr das? Hier sind ab und zu so ein paar Hintergrundgeräusche. So, hallo? Rose? Ach, wir sind der Mann? Ah, da unten ist unsere Frau. Ah, okay. Können wir eigentlich rennen? Wow. Okay, der Effekt ist echt trippy. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, noch ein Badezimmer. Genau, als ob ein Badezimmer. Und genauso eine dreckige Toilette. Die Pforten der Hölle öffnen sich hier oder was? Was ist denn das für ein Schrank? Da ist ja gar nichts drin. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht.
Devil bestimmt. Haha. Ja, wie gesagt, es gibt halt die Möglichkeit. Es gibt halt die Möglichkeit, das so zu spielen. Andererseits. Okay, The Shining all over again. Ich darf nicht vergessen, es ist ein Horrorspiel. Hallo? Hallo? Okay, da freut sich wohl jemand auf Nachwuchs. Oh Gott. Wer macht denn so... Tortoise und Bär. Aha. Die Welt des ABC. Ein Geschenk fürs Baby wahrscheinlich, wenn es geboren wird. Was ist das? Ist das Christbaumkugel? Hä? Überhaupt kein gruseliger Bär. Ja, okay, der geht. Der ist knuffig. Also, was meinst du, wie sollen wir sie nennen? Ganz ruhig, wir wissen nicht mal, was es wird. Eben, die wissen noch gar nicht, was es wird. Willkommen. Als ob das Baby das lesen würde. Ich finde sowas immer ein bisschen lächerlich, aber okay. Ich finde sowas eigentlich immer total absolut lächerlich, aber naja. Ja, okay. Also, wir wissen zumindest, wir sind der Mann. Unsere Frau spielt unten am Klavier. Wir freuen uns riesig, dass wir ein Baby kriegen. Kann ja nur gut werden. Großvateruhr. Klassisch. Schickes Symbol. So, was ist das? Oh! Ich habe keine Zeit zum Lesen. Wer sagt, wer spricht denn hier von Lesen, bitteschön? Schau dir doch mal die Wand hier an, da kannst du dich wohl bedienen. Guck mal, der sieht nobel aus. Der ist bestimmt gut. Sogar mit den Gläsern hier unten. Boah, das finde ich aber echt eine geile Idee. Also, wenn ich mal eine Bar baue oder so, das ist erstens voll simpel. Zweitens sieht es voll nobel aus. Das ist eine gute Idee. Jo, so wird's gemacht. Was sind das denn? Kann man da ranzoomen? Nee, kann man nicht. Ich würde gerne ranzoomen ab und zu. Boah, es nervt mich auch teilweise echt schon ein bisschen, dass ich immer reden muss. Permanent. Ja, bald ist nichts mehr mit Gitarre. Ne, wenn das Kleine erstmal da ist, hast du verschissen. Oh. Toll. Wow. Gut, das scheint's nicht zu sein. Hey, Moment. Hey, Moment. Ah, das ist ja komm, komm. Also das ist zu einfach. Also das hätten sie ruhig ein bisschen schwerer machen können. Das hätten sie echt ein bisschen schwerer machen. Guck mal, hier. 4, 7, 7, 8. 4, 7, 7, 8. Wenn das jetzt funktioniert. 4, 7, 7, 8. Verdammt. Muss ich's? Ach so, ich muss Knöpfchen noch drücken. Verdammt. Haha, ja gut. Blödes Spiel hat mich getrollt. Puppen. Ja, ich freue mich auch schon total riesig. Wow. Schiebt mich halt noch was. Was? Heart of Gallantry. Wie war das nochmal? Ah ja. Tapferkeitsherz. Eingeführt. In folgende Person verliehen wurde. Dave Ridley, das sind wir. Hauptgefreiter für die Verletzung im Einsatz in der Republik Südvietnam am 20. Januar. Oh, wir sind Vietnam-Veteran. Oh, wow. Ach, das Purple Heart wahrscheinlich. Oh. Wir haben das Purple Heart bekommen, dafür, dass wir im Krieg gedient haben. Da ist es. Das heißt, wir können uns verteidigen. Wir wissen, wie es geht. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Egal. Kann ich die... Ich würde gerne gucken, was da sonst noch so drin ist. Da ist nichts drin. Ist da unten drin. Auch nichts. Gott, so Spiele, wo du jede einzelne Schublade durchsuchen musst. Batterien. Okay, vielleicht brauchen wir es später. Ich merke es mir einfach mal, dass hier Batterien waren. Und ganz wichtig, blaue Ordner. Blaue Ordner sind immer wichtig. So, was haben wir hier?
Oh, unseren alten Safari-Helm? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich würde mir gerne jeden Scheiß hier und jeden Winkel angucken, aber natürlich wollen wir endlich wissen, was hier überhaupt los ist. Deswegen, aber ja, ihr kennt mich. So, wir machen schön brav wieder alles zu. Zig hundert Milliarden Bücher. Ein dreckiger Fußball? Scheint wohl irgendeine Art Erinnerungsstück zu sein. Warum sonst sollte man so einen Fußball aufheben? Okay. Also es macht jetzt nicht viel Unterschied, ob wir jetzt Licht haben oder nicht. So. Hier ist die Treppe. Wir gehen nach unten zu Rose. Aber eins muss ich sagen, echt schöne Wohnung. Hey, Rose. Warum wird unsere Sicht so komisch? Rose. Rose. Hey, Schatz. Wo ist sie hin? Ja, frage ich mich auch gerade. Pure. Erst mit Pure wird euer Geschirr richtig rein. So, was gibt's denn heute? Kann ich das vielleicht? Macht doch das Ding aus. Es gibt Ei mit Speck. Oh. Tee. Kaffee. Toaster. Alles klar. Standardküche, alles okay. Oh, so, hier. Biskuit. Was ist das für ein catchy Tune? Fum bam, 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 fum bam. Wollte gerade sagen, dass sie bestimmt nicht da ist. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt so verhält. Ja, nichts Ungewöhnliches. Ein Hähnchen gibt's auch noch? Boah, die Ofentür, also wenn die wirklich so klingen würde, ich glaube nicht. Ah ja, Elternschaft. Fünf Wege, bla bla bla. Fünf Wege, um ihrem Kind gute Manieren beizubringen. Schützen Sie Ihr Kind, Ihre Familie. Windeln. Ach nee. Das ist wirklich ein Horrorgame. Wenn ich Windeln wechseln muss, dann wird es erst richtig zum Horrorgame. Oh ja, genau. Da, wo das Kind auch am schwierigsten hinkommt. Da den ganzen Reiniger lassen. Das ist immer gut. Sorry, sorry. Aber ihr wisst, wie es ist. Okay, es sind nur Schubladen. Halt, was haben wir da? Ah ja. Weibliche Namen, wahrscheinlich fürs Baby. Lucy, Undine. Oder was? Undine. Rachel und Catherine. Männliche Namen. Ivan oder Ivan, Nathan und Gary? Echt? Nee, ja. Kommt drauf an, wo man lebt, aber Undine würde ich die Tochter vielleicht nicht nennen. Und Gary? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Es ist Tiefkühlfleisch. Milch, Wein, noch mehr Wein. Also außer Milch und Wein gibt es hier wohl nichts. Spaghetti. Spaghetti-Soße. Unmengen Spaghetti-Soße. Okay, gut. Ich lasse den Schissel mal, wie er ist. Ah, ich wünschte, ich könnte rennen. Irgendwie. Aber wir können nicht rennen. Okay, wo zum Geier ist sie hin? Wo ist der Inselskulptur? Okay. Das ist ein saucooler Kami. Oh, geil. Plätzchen. Ah, Mann, er schreibt. Ich komme ja schon. Wo bist du denn? Verschwinde nicht einfach, sobald du verheiratet bist, hörst du? Ruf mich gleich zurück, ja? Die Ex-Frau? Hab dich lieb, bis bald. Die Mutter. Lieber nicht. Bestimmt die Schwiegermutter. Die lass Mama. Sorry, wenn ich ab und zu mal versuche, im Chat zu lesen, aber es ist echt schwer, von hier aus den Chat zu lesen. Ich finde den echt ein bisschen zu klein. Ich muss mal einen größeren Bildschirm besorgen. Okay. Wir können nicht raus. Wir sind gefangen. In unserem eigenen Haus.
Kann ich das Licht anmachen? Ist das jetzt an oder aus? Ich glaube, so ist an. Ja. Wir lassen mal das Licht an. Okay, wohin geht's hier? In den Spooky. Okay, da ist nichts. La. Ich finde den Effekt halt geil. Wenn wir Schritte machen, dass dann jedes Mal der Radius sich erweitert. Ich mag das. Ich mag das echt. So, dann gucken wir mal hier lang. Was zu? Hallo? Rose? Hä? Okay. War sie nicht... Schatz, komm schon. Wir kommen zum Pizza Party. Was ist doch los? Die Nachbarn von nebenan. Genau, die Nachbarn, die können warten. Ich habe eine Trophäe bekommen, die heißt Puppensammler 1. Toll. So eine Trophäe wollte ich schon immer haben. Sieht so die Welt aus? Ich habe immer gedacht, es wäre eine Scheibe. Family. Lauter diese ganzen Familien. Style and Comfort bei Finns. Ter. Die Wichtigkeit der Planung. Wie viele sind zu viele? Festlegung der Vaterrolle. Ja. Sparschweinchen. Ist da noch was drin? Raschel, raschel. Okay. So. Oh, schade. Ich dachte, es wären richtige Modelle. Die ist cool. Ja, okay. Gut. Wo zum Geier soll ich hin? Also, warte mal. Led Chopper. King. Light Purple. Statt Deep Purple. Oh Gott. Ach so, und statt Queen King. Ach so. Aber was? Led Chopper. Statt Led Zeppelin. Green Sabbath. Oh Gott. Entwickler, bitte. Eric Clayton statt Clapton. Ey, mach die Kacke aus. Oh Gott, verdammt, die schlechten. Ich dachte, ich wäre hier zuständig für schlechte Witze, aber das. Echt jetzt? Nee. Wow. Der Garten ist schön. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Der Grill ist zu klein. So. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte zu diesem Garten. Und wieso eskaliert denn die ganze Zeit mein Handy? Es ist so wunderschön. Könnte ich die ganze Zeit zugucken. Eine Schaukel für ein Baby. Ja. Aber die sind echt hässlich. Wer stellt sich sowas hin? Ja gut, es sind die 70er. Wohlgemerkt, es sind die 70er. Aber die sind hässlich. Die sind absolut... was? Willkommen in meinem Garten. Oh Gott. Hey, Rose! Rose! Ey, jetzt bleib doch mal stehen, bitte. Diese Frau. Jetzt ist auch noch einer an der Tür. Ja, ich komme ja schon. Oh, das ist aber echt gut gemalt, das Foto. Ja, ich komme ja schon. Ja, meine Fresse. Ja, ich komme. Alter, so penetranter Klingler, aber echt, ey. Kann ich wirklich nicht rennen? Scheiße, ich kann echt nicht rennen. Ich bin doch schon da. Jaha. Ich komme gleich. Ja. Okay. Haus 1973. Ich glaube, ich sollte mich mal in die andere Ecke schieben. Ich schieb mich mal kurz in die andere Ecke.
So, dann seht ihr nämlich auch, wie die Trophäen heißen. Ich hoffe, wir brauchen die Ecke oben rechts nicht, aber wir werden es sehen. Was zum Geier ist denn jetzt passiert? Haben wir jetzt wieder so ein Vietnam-Flash gehabt oder was? Oh, das kann frei gut sein, ne?